Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich habe nicht gewusst, dass das da ist, aber ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die dadurch, dass sie irgendwas essen, auf YouTube Geld verdienen, dann könnte ich das ja auch mal probieren. Und vor allem, nachdem ich ja vorher das Fenster aufgemacht habe und kurz gelüftet habe und irgendwie relativ witzig gerochen habe, da habe ich einen ziemlichen Hunger gekriegt. Also, das ist schon eine interessante Sache, vor allem, weil ja auch ein großer Schriftsteller früher einmal gesagt hat, die größte Art der Anerkennung ist, Dinge zu kopieren. Und wo kann man nicht besser dreist Dinge kopieren als hier auf YouTube? Man nimmt einfach irgendein Konzept, irgendeine Idee, was irgendjemand andere gemacht hat, sagt dann, dass die Person ein Arschloch ist und man selber viel besser kann. So funktioniert eine Community. Aber ganz im Ernst, ich als großer Fan von... Naja, da steht immer noch die Trash Collection hinter mir, weiß natürlich, was es bedeutet, Ideen von anderen Leuten zu nehmen und dann einfach ganz beschissen nachzumachen. Und das bringt mich witzigerweise ohne der Notwendigkeit einer weiteren Überleitung zu Roger Corman, quasi dem Trash-Papst, derjenige, der natürlich schon in frühen Jahren auch selbst einige interessante und auch teilweise überraschend gute Konzepte umgesetzt hat, aber dann immer mehr in die B-Movie-Liga und vor allem in die großartige Rip-Off-Sploitation-Reihe gegangen ist. Und eines der interessantesten Rip-Off-Projekte von Roger Corman sind natürlich die Munchies. Na, eigentlich hat sich Roger Corman bereits etwas früher gedacht, dass so eine eigene kleine Gremlins-Version relativ interessant ist und hat sich deswegen mit dem Critters-Erfinder Stephen Herrick getroffen, um eigentlich schon Critters zu produzieren. Aber während Roger Corman für den Film ein Budget von $1 Million veranschlagt hat, wollte Herrick $3 Millionen, um das Ganze umzusetzen. Und wir wissen alle, dass Roger Corman derjenige ist, der zwar ganz gerne Geld bekommen hat, aber es nicht unbedingt gerne ausgegeben hat. Also ging er zu seinem damaligen langjährigen Produktionsassistenten Lance Smith, der in den letzten Jahren schon immer wieder die Idee geäußert hat, ich würde auch eigentlich ganz gerne mal ein Drehbuch schreiben, und ließ ihn eben das Skript schreiben. Und er hatte dann einige großartige Ideen, beispielsweise den Ansatz aus der Komödie Used Cars zu übernehmen und gleich zwei Rollen mit demselben Schauspieler zu besetzen. So musste man quasi nur einen Schauspieler bezahlen. Das ist sicherlich auch der Inhalt der typischen feuchten Träume eines Roger Corman. Aber die Geschichte ist eben deswegen auch interessant, weil Lance Smith dann in dem Film natürlich den Film Munchies auch für relativ überraschende Kapitalismuskritik und Sowjetkritik und so weiter genützt hat, was zwar in dem Film etwas seltsam wirkt, weil Corman das normalerweise nicht gemacht hat, aber später ihm dann mehr oder weniger das cinematografische Genick gebrochen hat. Er hat dann zwar noch später die Story für Barbarian Queen 2 beigesteuert, aber wurde dann später von einigen weiteren Projekten, inklusive übrigens dem natürlich auch geplanten Munchies 2, gefeuert, weil eben seine politische, links-linke und kritische Agenda bei einigen Projekten bzw. einigen Filmteams kurz und knapp fehl am Platz war. Roger Corman ließ sich's allerdings trotzdem natürlich nicht nehmen und hat das Munchies-Universum erweitert mit zwei Sequels, nämlich Munchie und Munchie, der witzige Außerirdische aus den Jahren 1992 und 94, die noch mehr auf ein jüngeres Zielpublikum zugeschnitten wurden und die von keinem geringeren als Jim Wynorski inszeniert wurden. Hier ist schon der Regisseur, der auch Ghoulies 4 gedreht hat. Und ja, damit wissen wir natürlich auch, dass das erfolgreiche Gremlins-Franchise mit Munchies nicht das einzige Mal ausgenutzt wurde. Es gab natürlich eben die Critters, die Ghoulies, die Spookies, die Hobgoblins, wenn wir mal das ganz tiefe Fass
Trashfass auslöffeln wollen, beziehungsweise wer erinnert sich nicht an die Beast Creatures von Michael Stanley aus dem Jahr 1985. Aber was die Munchies ganz besonders interessant macht, ist, dass Roger Corman tatsächlich noch einen Schritt weiter gegangen ist, um die Production Qualities vom Original Gremlins irgendwie ansatzweise zu übernehmen. Und das machte er ganz einfach, indem er das Team der Original Gremlins übernommen hat. So hat nämlich die damalige Gremlins Cutterin Tina Hirsch auf dem Regiestuhl von Munchies Platz genommen, und der Kontakt war für Roger Corman tatsächlich wesentlich leichter herzustellen, als wir uns das jetzt rückblickend wahrscheinlich gedacht haben, denn Tina Hirsch hat bereits in den 70er Jahren für Roger Corman gearbeitet und tatsächlich bei dem absoluten Kultklassiker Frankensteins Todesrennen aka Death Race 2000 sich für den Schnitt verantwortlich gezeigt. Später dann eben auch noch Projekte geschnitten wie die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff, Dante's Peak Ende der 90er Jahre oder eben 1984 Steven Spielberg und Joey Dante's Gremlin, weil sie halt eben mit ihrer Arbeit in den kleineren Produktionen so sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, dass sie dann immer weiter für größere Projekte engagiert wurde. Trotzdem war Munchies übrigens bis heute ihre einzige Regiearbeit bei einem Spielfilm. Sie hat 2013 zwar eine Dokumentation unter dem Titel Four Decades Later gedreht, aber bis zum Zeitpunkt von diesem Review nie wieder einen Spielfilm. Geschrieben eben von Lance Smith, der außer eben, wie gesagt, Munchies auch nicht wahnsinnig viel geschrieben hat, haben wir aber einige auch bekannte Cast-Mitglieder, denn natürlich hat sich Roger Corman nicht nehmen lassen, auch da bekannte Gesichter zu besetzen, beispielsweise Nadine van der Velde, die einfach bei Critters als April Brown mitgespielt hat, oder wir haben dann auch noch das bekannte Gesicht von Robert Picardo, über den ich glaube ich an der Stelle nicht wesentlich mehr sagen muss, der natürlich aus dem Star Trek Universum bekannt ist und 240 anderen Produktionen bis heute. Außerdem haben wir Wendy Schall in dem Film, die zur damaligen Zeit in erster Linie für Joey Dante Filme wie Inner Space oder natürlich auch meine teuflischen Nachbarn oder Small Soldiers gedreht hat, die aber auch als Voice Actress mittlerweile auf sich aufmerksam macht und als Stimme der Francine Smith in Seth MacFarlane's American Dad bereits über 300 verschiedene Auftritte hatte. Ellen Albertini Doe ist ebenfalls eine sehr interessante Schauspielerin, die geboren wurde im Jahr 1913, aber trotzdem erst in den 80er Jahren im Alter von über 70 Jahren damit begonnen hat, in Filmen mitzuspielen, war aber trotzdem 30 Jahre lang Schauspiellehrerin, Tanzlehrerin, wurde dann eben erst später als alte, zum Beispiel rappende Großmutter in Eine Hochzeit zum Verlieben 1998 bekannt, oder war Disco Dottie in Studio 54 oder die Großmutter in Die Hochzeitscrasher, auch eine wirklich, wirklich interessante Persönlichkeit. Aber einer der bekanntesten Schauspieler, der eben die vorher bereits angesprochenen zwei Rollen in dem Film übernehmen durfte, für die feuchten Träume des Bankkontos von Roger Corman, war kein geringerer als Harvey Corman. Mit K. Nicht verwandt. Aber Harvey Corman ist definitiv bekannt, hat in über 100 Filmen mitgespielt, darunter mehrere Male in der fantastischen Welt von Mel Brooks. So war er der Hedley Lamarr in der Wilde Wilde Westen, war Count de Monet in Die verrückte Geschichte der Welt, war Dr. Seward in Dracula, Tod aber glücklich, hat beim Höhenkoller mitgespielt und in noch wirklich einigen bekannten anderen Produktionen, wie beispielsweise in gleich drei verschiedenen Rollen in dem absolut großartigen Star Wars Holiday Special. You can't cancel that, George Lucas. Das ich aber trotzdem ganz gerne irgendwann einmal als limitierte 4K UHD Blu-ray restaurierte Edition sehen möchte. Aber ich glaube, das zumindest wird's nicht spülen. Außerdem sehen wir in anderen Rollen Charlie Phillips, der einen Teenage Punk in The Running Man mit Arnold Schwarzenegger gespielt hat. John Stafford, der als Doc J in Full Metal Jacket zu sehen war. Und die Musik des Films stammt aus der Feder von Ernest Troost, der dann später einerseits auch die Musik von Dead Heat oder auch von Tremors im Land der Raketenwürmer komponiert hat. Aber ebenfalls spannend finde ich die Karriere von Kameramann Jonathan West. Der hat nämlich bereits im Jahr 1982 als Camera Operator für Star Trek 2, Der Zorn des Khan, gearbeitet oder 1984 für Karate Kid, ist dann allerdings im späteren Verlauf der 80er Jahre vom Camera Operator
Operator tatsächlich zum Director of Photography, also zum tatsächlichen kreativen Kameramann, übergegangen und hat mit Munchies seinen allerersten Spielfilm inszeniert. Hat in den letzten Jahrzehnten dann natürlich eben auch einige weitere Filme gedreht, aber blieb über weite Strecken bei Fernsehserien. So hat er 18 der 19 Folgen der Serie Erie Indiana gefilmt, hat 47 Folgen von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrtausend, 118 Folgen von Deep Space Nine gedreht und war sogar am Anfang bei CSI Las Vegas oft hinter der Kamera bei 17 Folgen und auch bei 70 Folgen der Serie Charmed für die Cinematografie verantwortlich. Das ist ein Routinier, was man natürlich bei dem Film dann auch tatsächlich wirklich merkt. Was ich persönlich bei den Munchies relativ interessant finde, ist, dass der Film damals zwar für ein jüngeres Publikum gedreht wurde, aber dabei doch einige Szenen und Inhalte bietet, die heutzutage gar nicht mehr PC wären, abgesehen davon, dass wahrscheinlich heutzutage auch die Anwälte von großen Filmstudios einen großen feuchten Traum hätten beim Release des Films, weil ich glaube, da würden sich noch ein paar andere Leute über offensichtliche Hommagen und References aufregen können. Die Munchies liefen damals mit einer Laufzeit von knapp 80 Minuten in den amerikanischen Kinos, beziehungsweise wurden international auf Video ausgewertet, aber als Shout Factory vor einigen Jahren die amerikanische Blu-ray vorbereitet hat und dabei auf die Originalkamera Negative zugegriffen hat, ist ihnen noch etwas zusätzliches Material in die Hände gefallen, nämlich insgesamt über 10 Minuten an zusätzlichen Szenen, die damals aus der amerikanischen Originalfassung rausgeschnitten wurden, wahrscheinlich weil ja damals noch zu Zeiten von Filmkopien und Videokassetten die tatsächliche Filmlänge auch für die Produktionskosten der einzelnen Kopien verantwortlich war, weil bei einer DVD, einer Blu-ray oder einem YouTube-Video ist quasi wurscht, wie lang das Teil dauert, das kostet in der Herstellung dasselbe. Bei Videokassetten mit Bandlängen und natürlich Filmmaterial in 35mm war das ein großer Unterschied. Deswegen wurden offensichtlich 10 Minuten Handlungsszenen aus dem Film herausgeschnitten, um diesen Film zu straffen. In dieser Fassung kam der Film dann auch ungeschnitten als auf deutscher Videokassette auf den Markt. Aber für jetzt den neuen Mediabook-Release hat WMN tatsächlich auch diese Langfassung lizenzieren können und hat beide Schnittfassungen mit an Bord. Dabei sind die 10 Minuten an neuen Szenen natürlich nur im englischen Original mit optionalen deutschen Untertiteln verfügbar. Aber man muss tatsächlich sagen, dass der Cutter, der damals eben diese Szenen rausgeschnitten hat, doch eher mit der Heckenschere vorgegangen ist, weil während einige relativ platte und politisch unkorrekte Anspielungen, Witzchen und so weiter in der Original-Kinofassung bereits zu sehen waren, sind in den Deleted Scenes eigentlich teilweise wirklich witzige Sachen enthalten. Vor allem kommen einige der Charaktere etwas besser und vor allem eben etwas weniger einfach nur 0815 Slapstick-Cartoon-Versatzstück mit Fake-Bart und falscher Perücke rüber, was den Film durchaus interessanter macht. Wer also die Wahl hat und sich nicht dran stört, dass ein Teil des Films im Original mit Untertiteln läuft, dem sei an dieser Stelle definitiv die längere Fassung empfohlen. Ansonsten ist die kürzere Fassung Spoiler-Alarm in genau der gleichen hervorragenden Bildqualität auch noch auf der Blu-ray enthalten. Aber wo wir jetzt zum Thema deutsche Blu-ray von Munchies kommen. Der Film erscheint am 19. August 2022 in insgesamt 4 verschiedenen Mediabook-Artworks von WMM im Rahmen der Super Spooky Stories. Das Cover A ist dabei limitiert auf 333 Stück und zeigt eine neue Coverzeichnung, die von Coverkünstler Ralf Krause angefertigt wurde. Außerdem gibt es das Cover B, auch das limitiert auf 333 Stück, mit einem neu und exklusiv für WMM gezeichneten Cover-Artwork, diesmal von Mariano Matos. Und kommen wir zum Cover C. Und das muss ich jetzt ehrlich gesagt deutlich länger im Bild lassen, weil hinter diesem Cover-Artwork versteckt sich eine unfassliche Geschichte. Dieses Cover stammt nämlich aus der Feder von einem gewissen Herrn Rodman Flender, den wir
auf meinem Kanal in der letzten Zeit öfter gehört habe. Er war der Regisseur von Die Killerhand. Er war auch der Regisseur von The Unborn, das ich ebenfalls im Blu-ray-Check hier vor einiger Zeit vorgestellt habe, der damals in den 80er Jahren eben in der Werbeabteilung von Roger Corman gearbeitet hat und die Idee für dieses Cover-Artwork hatte. Allerdings war damals das große Problem, dass die amerikanische MPAA nicht nur für die Freigaben der Filme, sondern auch für die Freigaben der Werbematerialien zuständig war. Und man kann sich ungefähr denken, dass dieses Motiv im prüden Amerika nicht besonders gut ankommen würde. Deswegen hielt Rodman Flander der MPAA einen Vortrag und erklärte, dass es sich dabei in Wirklichkeit nicht um ein rauchendes und biersaufendes Alien, das einer Frau unter den Rock schaut, handelt, sondern tatsächlich um eine Hommage an die klassische Rockszene von Marilyn Monroe. Und das haben sie durchgehen lassen und deswegen wurde dieses Motiv dann international ausgewertet. Thumbs up, Rodman! Außerdem war das eben neben dem alten amerikanischen Kinoplakatmotiv auch das Cover der deutschen VHS-Kassette, wobei die Interpretation, die wir da jetzt bei den Super Spooky Stories sehen, das ist natürlich 1:1 die alte deutsche Videokassette, wobei man oben den Titel etwas stauchen bzw. die Tagline weglassen musste und auch unten auf den Cast and Crew Block verzichten, damit man das Ganze aufs Mediabook-Format anpassen kann. Ansonsten ist das Ganze aber inklusive der für einen FSK 12 Film damals wirklich wow, reißerischen Tagline, eine schöne Sache, limitiert auf 222 Stück. Und last but not least das Cover D, auch das ein wirklich cooles und vor allem sehr kreatives Cover-Artwork, das hier im relativ extremen Comic-Stil gehalten ist, fast so, als würde man einen Zeichentrickfilm sehen, aber nein, das ist das alte japanische Plakatmotiv zu dem Film Munchies, ist limitiert im Mediabook auf nur 111 Stück und wurde, finde ich, von WMM hier auch sehr schön angepasst. Was ich relativ cool finde, ist, dass man den deutschen die deutsche Tagline genau an die Stelle gesetzt hat, wo auch auf der japanischen Vorlage bereits Text war, beziehungsweise, dass man den Munchies-Schriftzug unten mit den verschiedenen Farben genau im Stil der japanischen Vorlage gehalten hat, wobei allerdings auf dem japanischen Originalposter hier noch Strukturen in den Buchstaben drinnen waren, ähnlich eben beim Titelschriftzug im Film an sich. Auf das hat WMM verzichtet und witzigerweise haben sie bei fast allen Buchstaben dieselbe Farbe genommen wie bei der japanischen Vorlage, aber bei ein paar wiederum nicht. Interessant. Aber was für mich persönlich ganz besonders interessant ist, nachdem wir jetzt relativ lange über die Cover C und D gesprochen haben, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen näher mit den beiden exklusiv und neu gezeichneten Covern A und B beschäftigen. Und an der Stelle möchte ich mich ganz besonders bei WMM dafür bedanken, dass ich für den heutigen Blu-ray-Check gleich beide Cover-Artwork als Rezensionsmuster zur Verfügung gestellt bekommen habe, weswegen ich mich darauf freue, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray-Check über das limitierte Cover A und das limitierte Cover B von Munchies genauer sprechen kann. Oh ja, genau solche Covers sind es, die bei mir einen Heißhunger hervorrufen. Der seltsame Geruch aus dem Fenster der Nachbarn hat sicher gar nichts damit zu tun. Aber ganz im Ernst, die süßen Zuckerschlangen können mir gestohlen bleiben, wenn ich stattdessen diese süßen Zuckermonster auf Cover-Artworks habe. Schauen wir jetzt einmal gleich auf das linke Cover hier. Natürlich das Cover A, gezeichnet von Ralf Krause, das uns gleich einmal zeigt, dass die Munchies vielleicht doch jetzt nicht ganz so süß sind wie die Schlangen von Haribo, sondern doch eher bösartige Sexmonster aus dem All. Ich wusste gar nicht, dass Harvey Weinstein und Bill Cosby Aliens sind. Aber schauen wir jetzt einmal auf dieses Cover-Artwork. Und da hat Ralf Krause auf seine übliche getracede Art einige wirklich coole Zeichnungen von den Munchies dargestellt. Natürlich, nachdem Munchies mit einem deutlich geringeren Budget als die Gremlins inszeniert wurden. Gut, es war doch ein bisschen mehr Kohle zum Beispiel als bei den Hobgoblins da, was man zum Glück auch deutlich merkt. Sind die Handpuppen doch etwas weniger beweglich in einigen Sequenzen und man sieht sie auch nicht ganz so oft im Bild, deswegen ist es, finde ich, relativ cool, dass wir hier einige der Munchie-Figuren aus diesem Film auf dem Frontcover sehen. Sehr schön finde ich, dass Ralf hier die Gesichter und die ganzen Züge sehr schön detailliert dargestellt hat. Dazwischen ist natürlich eben ein bisschen was von dem Ralf Krause-typischen Rauch, aber ich finde das ganze Szenenbild sehr schön aufgebaut, eben auch mit dieser Statue aus dem Inka-Tempel im Hintergrund, die übrigens dann auch Gegenstand ist für
eine für die Deleted Scene, die im Bonusmaterial noch zu sehen ist, offensichtlich eben eine Art Prolog oder Epilog, die man auf der Blu-ray, die man auf der Blu-ray aber sehen kann, beziehungsweise dann hier natürlich noch eine schöne reißerische Szene etwas weiter unten. Das ist ein sehr interessanter Covershot und natürlich auch der eine Manchi, der da auf der Seite steht und sich schon freut, quasi zu manchen. Außerdem, wenn wir jetzt dann gleich einmal auf das zweite Cover-Artwork wechseln, dann finde ich, sieht man ganz besonders deutlich, wie komplett unterschiedlich die Stile von Ralf Krause und Mariano Mattos sind. Weil während eben Krauses Cover jetzt, ohne dabei langweilig zu sein, und das ist ganz wichtig, das zu betonen, von der Farbgebung her relativ monoton ist und hier weitestgehend eben in diesen grünlichen Farbtönen bleibt, bietet das Cover von Mariano Mattos vom Orange über Lila bis hin zu Grün sämtliche Farben des Spektrums, was natürlich eben diese kunterbunte, unter Anführungszeichen kinderfreundliche Natur von Manchis auch sehr schön widerspiegelt. Vor allem mag ich in diesem Fall auch die Dynamik von diesen einzelnen Elementen, vor allem eben wie die Manchis hier gezeichnet sind, teilweise natürlich auch hier Elemente bzw. Gesichtsausdrücke und Momente 1:1 direkt aus dem Film übernommen, aber die Art, wie diese Collage hier gemacht wurde, eben wie auch bei Ralf Krause, ist aber trotzdem komplett anders als Ralf Krause. Die Bildaufteilung und die Art, wie dieses Motiv funktioniert, ist einfach komplett anders. Ich mag auch die Tatsache, dass diese Autoszene hier in diesem Film vorkommt, beziehungsweise, dass, wenn wir uns jetzt eben die vor allem die Gesichter der Manchis anschauen, hier eben selbst bei den kleineren Figuren noch deutlich mehr Details zu sehen sind. Das Cover, während mir beide sehr gut gefallen, in näherer Betrachtung wahrscheinlich das Motiv von Mariano Mattos leicht die Nase vorne hat. Schauen wir jetzt dann eben einmal über den Spine, der grundsätzlich bei beiden Covers gleich aufbereitet ist, natürlich mit der jeweils anderen Miniatur, beziehungsweise auch dem Titelschriftzug in einer anderen Farbe, passend zum Titelschriftzug auf dem Frontcover. Und genau das ist dann eben auch der einzige Unterschied hier auf dem Backcover. Auch da haben wir die beiden unterschiedlich eingefärbten Titel. Schriftzüge, ansonsten allerdings dieselben Bilder, die gleiche Inhaltsangabe, Casting, Crew-Angaben, technische Details und so weiter und so fort hier auf diesem Backcover. Natürlich noch der Hinweis einerseits auf die zweite enthaltene Schnittfassung beziehungsweise das Booklet von Christoph Kellerbach. Was eben fehlt, ist die Erwähnung der Deleted Scene, die auch noch mit drauf ist, aber wir bekommen dann noch die unsere jeweils individuelle Limitierungsnummer von den 333 Stück. Jetzt können wir mal einen Blick in die Mediabooks hineinwerfen und da wird es wahrscheinlich niemanden überraschen, dass innen beide Mediabooks absolut identisch sind und ebenfalls, was finde ich auch sehr gut zur Machart von diesem Release passt, sich hier auf die Cover-Artworks von Ralf Krause und Mariano Mattos spezialisieren. So haben wir eben auf der linken Seite einerseits eben auf der Blu-ray-Disc, finde ich sehr schön angepasst, beziehungsweise dann auf dem Frontcover vom Booklet noch einmal das neu gezeichnete Ralf Krause-Cover, beziehungsweise dann auf der rechten Seite sowohl auf dem Backcover vom Booklet als auch auf der DVD an sich das neu gezeichnete Cover von Mariano Mattos. Das finde ich es in dem Fall alleine deswegen eine coole Sache, weil man quasi selbst, wenn man nur eines dieser beiden Mediabooks abhängig von der persönlichen absoluten Coverpräferenz kauft, bekommt man einfach alle Cover hier eben in guter, formatfüllender Druckqualität zu sehen. Denn, wenn wir jetzt einmal an der Stelle durch das Booklet von Christoph Kellerbach blättern, der an der Stelle übrigens wieder absolut fantastisch recherchiert hat und einige wirklich interessante Details und Hintergründe zur Produktion von diesem Film ausgraben konnte, danke dir auch für die Unterstützung an meiner Arbeit am Anfang von dem Review, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr geholfen und vor allem die Geschichte rund um Lance Smith, die ich persönlich so nicht gefunden hatte, sehr, sehr spannend zu lesen. Aber was ich designtechnisch an der Stelle eben auch noch interessant finde, ist, dass eben neben einzelnen Szenenbildern und Screenshots aus dem Film auch die beiden Cover C und D innerhalb von diesem Booklet zu sehen sind, sodass wir eben hier bei dem Mediabook von den Manchis, egal welches Cover-Artwork wir als Frontcover von unserem Mediabook haben, im Inneren
können wir uns alle vier Cover anschauen. Das ist mir persönlich eben als Sammler, der grundsätzlich normalerweise eben immer nur ein Cover in seiner Hauptsammlung behalten möchte, aus Platzgründen allein, natürlich eine absolut coole Sache. Wobei man echt sagen muss, dass mir Ralf Krause und Mariano Matos die Wahl, welches dieses Hauptcover sein soll, hier im Fall von den Munchies wirklich, wirklich, wirklich nicht leicht gemacht haben. Aber während wir jetzt schon länger drüber gesprochen haben, dass die Cover-Artworks der Mediabooks wunderschön sind, stellt sich bei uns bei einem relativ billig produzierten Film aus dem Jahr 1987 natürlich immer noch die Frage, wie die Bildqualität der Blu-ray-Umsetzung ist, ob uns die auch so zufriedenstellen kann oder ob der Film mittlerweile ungefähr so verbraucht aussieht wie andere Dinge, die das Licht der Welt Ende der 80er Jahre erblickt haben. Das möchte ich mir natürlich im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check mit euch gemeinsam anschauen. Ich möchte allerdings wie üblich darauf hinweisen, dass auch wenn ich die Bilder in der nächsten Slideshow jetzt alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, ich die Bilder aber natürlich trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Der deutsche Blu-ray-Release von Munchies ist eine Zusammenarbeit zwischen WMM, Focus Media und Shout Factory, weswegen man auch davon ausgehen kann, dass als Grundlage für die deutsche Blu-ray dasselbe Bildmaster genutzt werden konnte, das auch bereits für die vor einiger Zeit veröffentlichte amerikanische Blu-ray von Shout Factory verwendet wurde. Das bedeutet, dass das Original 35mm Kamera negativ abgetastet wurde, weswegen eben auch die neuen in der Kino- bzw. alten Fassung fehlenden Sequenzen in genau derselben Qualität wie der Rest des Films hier eingefügt werden konnten. Aber was ich leider im Zuge meiner Recherche nicht herausfinden konnte, war, ob dieser Scan in 2K oder 4K passiert ist, beziehungsweise ob dann eben die nachfolgende Bearbeitung, das Color Grading beziehungsweise eben die digitale Restauration in 2K beziehungsweise 4K stattgefunden haben. Tatsächlich ist das aber bei einem 1080p/1K Blu-ray Transfer auch unter bis bestimmten Gesichtspunkten mehr zweitrangig, denn was hier entscheidet ist, wie sich dieses Bild in dem SDR Standard HD Format macht, und das macht es großartig. Wie eingangs bereits erwähnt, bieten eben beide Fassungen hier auf der deutschen Blu-ray die grundsätzlich gleiche Qualität. WMM hat sich dabei ins Zeug gelegt, die 81 Minuten lange Fassung mit 18,4 GB und die 92 Minuten lange Fassung mit 22,7 GB enkodiert, um damit beiden Fassungen auf eben der doppelschichtigen BD50 genügend Platz geboten, um sich ohne starke bzw. auffällige Kompressionsspuren hier entfalten zu können. Was mir persönlich bei dem Ansehen des Films über einen 86 Zoll großen Fernseher aufgefallen ist, ist, dass natürlich das Grain des Original-Filmmaterials hier deutlich sichtbar ist, dass das natürlich auch bei den dunkleren Szenen, ganz besonders auffällig in der Höhle am Anfang des Films, etwas deutlicher ist als dann in späteren Stellen, dass bei den grundsätzlich etwas dunkleren Szenen wie am Anfang des Films der Schwarzwert dann eher eigentlich ein mattes Grau ausmacht und vielleicht der Kontrast bei hellen Hintergrundflächen zu ganz leichten Überstrahlungen führen kann, dass wir es aber trotzdem hier mit einer absolut hervorragenden Bildqualität zu tun haben. Was mir persönlich nämlich bei dem Transfer besonders gut gefällt, ist die Tatsache, dass dieser HD-Transfer eben das Grain des Original-Filmmaterials nicht versucht hat, mit irgendwelchen auffälligen DNR unter den Tisch zu kehren und dabei ein weiches, wächsernes Bild zu hinterlassen, sondern dass wir eben hier ein charmantes, authentisches, analoges Bildmaster zu Gesicht bekommen, was für mich persönlich etwas sehr Positives ist. Außerdem gefällt mir die Tatsache, dass das Bild auch über größere Betrachtungsflächen extrem scharf und extrem detailliert ist und dabei wirklich einen sehr, sehr schönen Schaueindruck hinterlässt, und auch, dass die Farben extrem kräftig ausgefallen sind, teilweise schon fast eben etwas überzogen, etwas überzuckert und in manchen Szenen und Sequenzen des Films jetzt nicht zwangsläufig unbedingt natürlich. Das kann allerdings natürlich auch darauf zurückzuführen sein, dass Roger Corman natürlich, um die Filme so günstig wie möglich zu produzieren, damals sicherlich nicht die bestmöglichen Filmstocks verwendet hat und dass man hier natürlich eben auch materialbedingt, was eben die Farbwiedergabe, die Schärfe weniger tatsächlich, aber vielleicht eben auch das Ausmaß
des Filmgrains berücksichtigen muss. Trotzdem ist das, wie ich finde, für eine kleine, weitestgehend untergegangene Filmproduktion wie Munchies hier auf der deutschen Blu-ray eine, wie ich finde, hervorragende Bildqualität. Manchmal stelle ich mir ehrlich gesagt die Frage, wenn große Filmemacher gewusst hätten, was in Sachen Rip-Off-Sploitation auf ihre Kreationen zukommt, ob sie die Konzepte dann tatsächlich trotzdem genauso umgesetzt hätten oder sich vielleicht gedacht hätten, nope. Das tue ich mir nicht an. Und der Fall von Gremlins ist natürlich ein ganz spezieller, denn während mit den Critters, mit den Spookies, mit den Ghoulies, mit den Munchies, den Hobgoblins, den Beast Creatures, den hunderttausende verschiedene Gremlins-Kopien dazugekommen sind, sind einige davon natürlich wahnsinnig unterhaltsam und andere Hobgoblins natürlich einfach nur absoluter Müll. Munchies zählt glücklicherweise für mich fast ins obere Mittelfeld. Ja, der Film ist relativ gewöhnungsbedürftig, vor allem aufgrund von seinem sehr slapstickhaften Humor, der teilweise natürlich etwas auch zum Fremdschämen einlädt und vor allem fast 40 Jahre nach, also 35 Jahre nachdem der Film gemacht wurde, auch politisch vielleicht dann doch eher leicht cringeworthy manchmal ist, bietet der Film allerdings trotzdem einige herrlich überzogene Figuren, einige herrlich skurrile Situationen, eine teilweise schon fast an eine Sketchshow erinnernde Acting, was natürlich dann deutlicher auffällt, wenn man sich den Film im englischen Originalton anhört, wo die Charaktere dann gerne auch noch ganz bewusst überzogene und übertriebene Stimmchen haben, die natürlich eben zu den Setbauten und generell zu dem, was die Munchies aufführen, einfach absolut fantastisch passt. Ich persönlich habe den Film jetzt im Mediabook zum allerersten Mal gesehen, fühlte mich von den Munchies trotz der offensichtlichen Schwächen des Films gut unterhalten, vor allem natürlich von der erweiterten Langfassung, die den Film tatsächlich durch die 10 zusätzlichen Minuten an Material nicht nur noch einfach länger und langweiliger, sondern tatsächlich besser, etwas charakterbezogener und auch irgendwie etwas witziger gemacht hat. Trotzdem finde ich es absolut genial, dass natürlich beide Fassungen im Mediabook enthalten sind, die Langfassung mit den zusätzlichen Szenen im Original mit Untertiteln, beziehungsweise die Original-Kinofassung durchgehend in Deutsch. Außerdem eben die vormals wahrscheinlich als Prolog gedachte Sequenz mit der Nobody Expects the Spanish Inquisition im Inka-Tempel, wo man allerdings, finde ich, auch ganz gut merkt, dass diese Szene niemals komplett fertig produziert wurde, weil da ganz offensichtlich einige Soundeffekte fehlen. Und es ist natürlich die Frage, ob die Tatsache, dass die Szene dann doch etwas gewalttätiger ist als der Rest des Films, beziehungsweise eben, dass man sich damals bei der Produktion gedacht hat, dass entweder der Prolog mit 2,5 Minuten zu lang ist oder dass nicht Englisch gesprochen wird und so weiter, dass vielleicht das Publikum abschreckt. Aber man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass die Szene aus Zeitgründen entfernt wurde. Ja, natürlich ist die Handlung von Munchies absolut aus den Haaren an den Haaren herbeigezogen. Alleine eben schon, dass durch den Prolog irgendwie auch ein bisschen so der Zusammenhang fehlt, warum diese Munchies jetzt da sind, beziehungsweise keiner der Menschen wirklich reagiert, wie Menschen wirklich reagieren würden, wenn sie solche Munchies treffen würden. Aber das Ganze macht halt auch irgendwie diesen absolut trashigen Charme der Munchies aus. Mir hat das Ganze Spaß gemacht. Die Bildqualität der deutschen Blu-ray ist absolut hervorragend. Mit 2 Filmfassungen und der zusätzlichen Szene ist das Mediabook, finde ich, auch Bonusmaterial technisch gut ausgestattet. Allen voran natürlich der extrem informative und lesenswerte Text von Christoph Kellerbach und die beiden fantastisch neu gezeichneten Cover-Artworks von Ralf Krause und Mariano Matos. Würde mich an der Stelle übrigens interessieren, welches von diesen beiden Cover-Artworks oder vielleicht sogar Cover C oder Cover D, ich weiß es ja nicht, euer persönlicher Favorit ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Meiner Meinung nach hat Mariano Matos hier wieder mal die Nase dezent vorn, die dicht gefolgt von Ralf Krause, dann das deutsche Motiv und das japanische, die sich eigentlich ganz nett die Waage halten. Aber der Film ist unterhaltsam, die Mediabooks sind cool gemacht, da gibt es auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für hungrige Filmfreunde, bei denen es aus der Nachbarwohnung doch komisch reinriecht. Das hilft nämlich, glaube ich, auch bei solchen Filmen.